Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt gerade der 2. Oktober. Gestern ist also die neue Auswertung rausgekommen, die neue Elo-Auswertung wie jeden ersten des Monats. Und wollte mich selbst mal wieder vorstellen. Mein Name ist super internationaler Meister Hagen Pötsch. Ja, warum? Weil ich jetzt in der neuen Auswertung endlich die 2500er Marke geknackt habe. Das sollte ja mittlerweile bekannt sein, denn ich habe in der ersten Runde der zweiten Bundesliga gewonnen. Diese Partie kann man auch auf Chess International nachspielen und wird ganz ziemlich sicher mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in meinen Partien des Monats hier auf YouTube zu sehen sein. Ja, ich kündige hiermit mal an, dass ich demnächst mehrere Videos machen werde wieder. Ja, eben die Partien des Monats, die warten ja noch alle. Und wollte auch sagen, dass ich jetzt hier ein Cheater-Handy habe, mit dem ich noch weit über das hinausgehen kann im Schach, was ich bisher geleistet habe im Vergleich dazu. Ja. Ich meine, ich habe jetzt über 2,5 und habe auch weniger Druck wahrscheinlich die nächsten Partien. Ja, wollen wir mal sehen, wie es laufen wird. Ab übermorgen spiele ich jetzt Samstag und Sonntag erstmal die deutsche Schnellschachmeisterschaft und mal sehen, wie es läuft. Die Konkurrenz ist dieses Mal deutlich besser als letztes Mal. Aber gut, ja, werde euch gleich noch zeigen, wie man die 2,5 knackt. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss sich nur, ja, man muss nur die genialen Engine-Pläne befolgen. Ja, wie wäre es mit noch einer Folge Blitz? Ich werde gleich mal Blitzschach spielen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wollte noch sagen, vor 2 Jahren, als ich noch keine 2,5 hatte, da war ich auf dem Weg nach Vlissingen. Und da mit meinen beiden Söhnen. Und da habe ich ihnen klar gemacht, dass ich mich nicht freuen kann, bis ich 2,5 habe. Aber jetzt, zum ersten Mal nach langer Zeit, kann ich wieder glücklich in die Kamera lächeln. Wie man es von mir überhaupt nicht mehr kennt. Gut, viel Spaß mit dem Blitzvideo. Also. Pult 13 ist online. 3 Minuten Angebot gewertet. So, will halt keiner annehmen. Doch. Oh, mein Gegner hat nur 1957, ist es THS. Spielen wir auch mal dementsprechend vorsichtig Französisch. Also, aus meiner Sicht kann man nicht sagen, dass es die französische Verteidigung ist. Es ist eigentlich eher so ein Gegenangriff. Gut, mein Gegner spielt Steine 2-Hante, das machen sehr viele. Und mal Dame B6, das ist so eine Trickvariante, die ist nicht ganz korrekt. Allerdings Dame D2 ist nicht so der beste Zug. Besser ist Springer A4 oder A3. Hier hat Schwarz einen Bauern mehr und direkt verliert er auch nichts. Jetzt muss Weiß wirklich genau spielen, wenn er was haben will. Turm B3, Dame A5. Auf das Feld muss ich ja gehen. Jetzt droht schon C4, nimmt Läufer B4. Mal sehen, ob er das sieht. Er macht Läufer B5 und gut, ich gewinne schon eine Qualle. Mal sehen, ob er weiterspielen will. Gut, wenn die Partie zu schnell geht, dann kann ich auch eine Revanche machen. Mal sehen. So, Läufer B4, er muss schlagen. Er gibt auf. Er könnte auch schlagen eigentlich und dann halt mit F5 einen Angriff starten. Das ist im Blitz nicht einfach zu spielen, aber objektiv ist es wohl klar. Gewinnstellung für Schwarz. Gut, Revanche. Sizilianisch. Offen. Neidorf, Läufer G5. Läufer G5 spiele ich schon ziemlich lange. So, er nimmt nicht den Bauern auf B2, das wäre interessanter vielleicht. Macht Springer C6, ich mache hier einen seltenen Zug, Springer B3. Er macht den Hauptzug Springer G4, jetzt droht Dame E3 Schach, deswegen muss ich F5 spielen. Der Läufer deckt jetzt das Feld E3 und meine Idee ist jetzt, den Springer zu verjagen.
Viele Leute fallen jetzt drauf rein, H6, Läufer H4, E5 zu spielen oder sowas. Dann kommt nämlich Springer D5 und Weiß gewinnt oder steht halt klar besser. Schwarz sollte nicht E5 spielen. Schwarz sollte jetzt Läufer E7 spielen. Ist auch eine Falle, dann kann ich nicht Rochade machen. Springer F2, Läufer E3, Dame schlägt E3, Dame schlägt E3, Läufer G5. Das sieht er wahrscheinlich nicht, aber ich werde trotzdem das Richtige machen. H3 und dann erst Rochade. Ja, das ist eine der Hauptvarianten hier. Ich weiß gar nicht genau, wie es ist. Man macht eigentlich... Oh, Schwarz rochiert erstmal nicht. Will er lang rochieren? Gut, jedenfalls habe ich immer eine Bauernwalze am Königsflügel. So, weil er rochiert lang. Ich habe auch die Idee, Läufer E3 und Springer A4 zu spielen. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Läufer E3, Dame C7 muss kommen, dann Springer A4. Dame B4 geht ja wohl nicht wegen A3. Und wenn ich den Springer auf A4 habe, dann drohe ich Läufer B6. Und auch Springer B6 Schach ist nicht so angenehm für ihn. Ach so, er hätte jetzt auch Dame schlägt E3 spielen können. Stimmt, das hätte er machen können. Er macht Dame B4. Den Zug verstehe ich nicht. A3. So, wahrscheinlich gibt er jetzt wieder auf. Sehr bitter. Er hätte auf E3 schlagen können. Deswegen wäre erst Springer A4 stärker. Ja, er gibt auf. Wenn er noch eine will. Nein, er will nicht mehr. Naja, nee. Ich habe hier nicht richtig gespielt. Auf Dame schlägt E3, Dame schlägt E3, Läufer G5. Achso, dann gewinne ich den D-Bauern. Dame schlägt H, schlägt G, Turm schlägt D6. Ist mir immer noch ein bisschen unklar, aber Weiß muss besser stehen. Gut, wenn Läufer E3 nicht gut ist, dann wahrscheinlich Springer A4 und Dame B4 kann ich rausschlagen, Springer B6. Oder ich mache halt erstmal G4. Na gut, ich hoffe, dass euch die Partien gefallen haben, dass ihr ja auch diesen seltenen Zug Springer B3 respektiert. Die meisten machen hier Läufer schlägt F6 und dann erst Springer B3. Aber ich finde, das kann man auch ziemlich gut spielen, wenn man erstmal den Läufer nicht abgibt. Auf Springer G4, F5 ist dann der Läufer wieder im Spiel. Bei Läufer E7, Rochade... Ja, man kann sich noch überlegen, ob man den Läufer abtauscht. Na gut. Ja, dann bis zur nächsten Ausgabe von Pitch Blitz und von der Partie des Monats. Verfolgt meine Facebook-Fanseite. Ja, und verfolgt mal meine nächsten Turniere, Deutsche Schnellschachmeisterschaft, Korbach Open und dann irgendwann im November auch die Deutsche Meisterschaft.